Aussage unter Eid. Ein Hörspiel von Günther de Bruyn. Wie wunderbar das hier riecht. Auch wenn du die Augen zumachst, du weißt, an welchen Geschäften du vorbeigehst. Kaffee, riechst du? Sieh doch nur dieses Kostüm. Es könnte meine Größe sein, nicht wahr? Tja, nur der Preis passt nicht recht. Bist du sicher, dass wir uns nicht verlaufen haben? Augenblick mal. Verzeihen Sie, ja. Sind wir hier richtig zum Hotel Preußenhof? Goldrichtig, junge Frau. Erste Querstraße links, noch vor der Oberreklame. Vielen Dank. Bitte, bitte. Weißt du, am liebsten würde ich mir das Kostüm zurücklegen lassen. Mhm. Und wann willst du es abholen? So anprobieren werde ich es auf jeden Fall mal. Das Vergnügen kannst du haben. Da sind wir. Preußenhof. Komm, du musst vorangehen. Die Herrschaften wünschen. Für uns ist ein Zimmer vorbestellt auf den Namen Malzmann. Horst Malzmann und Frau aus Gramitz, Holstein. Einen Augenblick, bitte. Schlüssel 25, bitte. Sofort, Herr Schwabe, bitte sehr. Bitte sehr, Herr Schwabe. Die Übernachtung für mich war von einer Behörde bestellt worden. Und wir hatten Ihnen ergänzend geschrieben, dass auch meine Frau mitkäme. Ja, hier ist es, Malzmann, Zimmer 21, bitte schön. Wir möchten etwa 3 bis 4 Tage bleiben. Ja, das wird sich machen lassen. Der Lift ist gleich rechts, bitte. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Sagen Sie mal, ich hörte, was in dezenter Weise als Behörde bezeichnet. Doch sicher die gleiche Einrichtung, die meinen Aufenthalt hier auf dem Gewissen hat, was? Vielen Dank, Herr Schwabe, vielen Dank. Ich rauche Sie später nach dem Essen. Ja, natürlich, die gleiche Behörde. Und wie heißen die Leute? Malzmann? Ja, Herr Schwabe. Also doch. Sie sagen mir Bescheid, wenn die beiden mal beim Essen sitzen oder in der Bar, nicht? Aber natürlich, Herr Schwabe, sehr gern. Von dir zubereitet, schmeckt der Salat besser. Mir schmeckt alles besser, was ich vorgesetzt bekomme. Wollen wir Wein trinken? Vielleicht muss man das. Hier stehen doch schon überall Gläser rum. Ich würde den Wein lieber trinken, wenn ich die Aussage hinter mir habe. Was quälst du dich? Du sagst, was du weißt, und die Sache ist erledigt. Und heute Abend werden wir Wein trinken. Und morgen gehen wir das Kostüm anprobieren. Verzeihen Sie, ist der Platz noch frei? Bitte sehr. Dankeschön. Guten Appetit wünsche ich. Danke. Herr Ober. Herr Ober. Der hört nur, was er will. Ist eigentlich unbegreiflich, diese Fülle an einem normalen Wochentag, ne? Ja. Und das im Zeitalter der Vollbeschäftigung. Ja, ja. Es scheinen viele Fremde hier zu sein. Ja, wie ich. Und Sie wahrscheinlich auch, nicht? Ja, wir sind auch nicht von hier. Urlaub? Ja und nein. Mein Mann ist auf amtliche Einladung hier. Ich nur privat. Mhm. Wenn ich richtig tippe, sind Ihr Mann und ich dann wohl Leidensgenossen. Zeugen im Prozess gegen Wilke und Runge, nicht? Sie sind auch Zeuge? Haben Sie schon ausgesagt? Ich soll heute Nachmittag ankommen. Oh, Sie Optimist. Ich sollte schon vor 5 Tagen aussagen. Übrigens, Schwabe ist mein Name. Angenehm. Malzmann. Na? Erkennst du mich wohl immer noch nicht? 43. Lazarett Lodowitz. Ach ja. Na, ehrlich gesagt, ich hab's gleich gewusst, als ich dich sah. Tja, Malzmann, ich hab dich bewundert damals. Das mit den Augen war ein Dollartrick. Hat selten einer so patent aus der Scheiße, würde sagen, aus dem Schlamassel rausgefunden. Alte Bekannte zu treffen, ist nicht in jedem Fall ein Vergnügen. Und wenn du mit ansiehst, wie die Herren, die uns damals schikaniert haben, mit Samthandschuhen angefasst werden, dann kommt dir der Kaffee der letzten 20 Jahre hoch. Der Wilke hat sein lebenslänglich schon in der Tasche, das brutale Schwein. Aber bei dem Runge geht es Herr Doktor vorn und Herr Doktor hinten. Der hat ja keinen eigenhändig umgebracht. Dem soll mal einer beweisen, dass er ein Mörder ist. Wieso? Das werden Sie ja sehen. Guten Appetit. Ja, danke, Herr Ober. Das Fleisch sieht ja wunderbar aus. Ja. Im Moment interessiert mich bloß, wann ich wieder nach Hause kann. Ich habe jetzt langsam genug von diesem Kaff.
auch wenn ich hier auf Staatskosten lebe. Und über Runges Freispruch, da ärgere ich mich noch genug, wenn ich ihn aus der Zeitung erfahre. Diese schöne Stadt hat nämlich einen Fehler. Hier fehlt eine Schwabe-Fleischvertretung. Kennen Sie nicht Schwabes Fleischkonserven? Kochfertige Fleischgerichte für den modernen Herd? Mit Schwabe-Konserven kommt der Fortschritt ins Haus. Das sind Sie? Allerdings. Und Sie richten hier eine Fleischvertretung ein? Im Moment suche ich gerade Leute dafür. Nur so ein cleveres Paar wie Sie etwa. Naja, wie ist es? Ziehen Sie um? Ein Kaffee ist es ja, aber von Ihrem Nest hebt es sich doch sicher so vorteilhaft ab wie meine Konserven von indianischem Dörffleisch. Sie sind doch hoffentlich keine Vegetarier. Naja, wir sehen uns mal, nicht? Wenn ich beim Gericht, dann sicher in der Bar dieses bescheidenen Hauses. Herr Ober. Ich bitte jetzt um den Zeugen Malzmann. Zeuge Horst Malzmann. Kommen Sie bitte hier nach vorne, Herr Zeuge. Sie sind der kaufmännische Angestellte Horst Malzmann, 42 Jahre alt, jetzt als Gemeindeangestellter in Gramitz-Holstein tätig. Stimmt das? Ja. Sie wissen, dass Sie die reine Wahrheit zu sagen haben und dass Meinert mit Zuchthaus bestraft werden kann. Ja. Zeuge, Sie müssen lauter sprechen. Sie waren damals Angehörige der Schutzpolizei in Ludovice und wurden zur Verstärkung der Wachmannschaften des Vernichtungslagers Eichhoff abkommandiert. Ich kam in die Schreibstube. Die war außerhalb des Lagers. Wann kamen Sie nach Eichhoff? Im Frühjahr 43. Aber erzählen Sie doch mal, wie Sie so schnell wieder wegkamen. Darum besonders geht es uns hier. Ja, ich sah doch, was da los war. Was sahen Sie und wie kamen Sie weg von dort? Ich hatte Listen zu schreiben, den ganzen Tag nichts als Listen von den Sachen, die Sie den Juden dort abgenommen hatten. Ja, aber was sahen Sie denn nun? Ja, einmal schickten sie mich zum Kommandanten. Die Schreibstube lag nämlich außerhalb. Und da sah ich, wie sie das machten, die Gaswagen. Die Leute mussten sich ausziehen, ganz nackt, und ihre Sachen mussten sie ordentlich hinlegen. Gleich sortiert, wegen der Listen nachher. Die Leute mussten in die Wagen, und wenn der Motor ansprang, strömten die Auspuffgase in den Wagen, und dann schrien sie und trommelten gegen die Wände. Lange, sehr lange, 20 Minuten vielleicht. Man hörte alles nur gedämpft, aber trotzdem war es lauter als der Motor. Die Fahrer saßen vorne und frühstückten. Ich muss weg, dachte ich. Und dann habe ich gehört in der Schreibstube, dass welche noch gelebt haben, als sie die Leichen aus dem Wagen geworfen haben. Es waren auch Kinder dabei, kleine Kinder. Herr Zeuge, diese entsetzlichen Tatsachen kennen wir hier alle schon. Sie sollen aber aussagen, wie Sie von dort wegkamen. Wir wurden oft desinfiziert. Dabei auch mit Lysol abgesprüht. Oder vielleicht war es auch etwas anderes. Da ist mir was in die Augen gespritzt und ich habe plötzlich losgeschrien. So lange, bis sie mich ins Lazarett gefahren haben. Können Sie Zeugen für diesen Lazarettaufenthalt beibringen? Ja, Herrn Kurt Schwabe. Mit dem habe ich zusammen auf der Station gelegen. Und Sie sind nicht wieder nach Eichhoff zurückgeschickt worden? Nein. Ich habe mich an die Front gemeldet. Um nicht mehr nach Eichhoff zu müssen? Ja. Drehen Sie sich mal um. Kennen Sie einen von den Angeklagten? Nein. Ich habe noch eine Frage an den Zeugen. Bitte, Herr Staatsanwalt. Sind Ihnen andere, dem Ihren gleichgelagerte Fälle bekannt? Ich meine, hätten SS-Führer oder Gestapo-Beamte sich ebenfalls auf diese Weise dem Dienst im Vernichtungslager entziehen können? Dazu kann ich nichts sagen. Herr Vorsitzender, zu der Aussage dieses Zeugen möchte mein Mandant, Herr Dr. Runge, eine Erklärung abgeben. Bitte? Hohes Gericht. Zunächst möchte ich noch einmal betonen, dass ich Oberbürgermeister von Ludovice und nur formell Gestapo-Leiter war. Mit dem Ghetto nichts zu tun hatte und von den Vorgängen in Eichhoff nichts wusste. Zweitens aber ist es nicht möglich, die Lage eines kleinen Schutzpolizisten, der zufällig in die Schreibstube von Eichhoff gerät, mit der Situation eines höheren Beamten zu vergleichen. Ihrem Vorgänger in Ludovice ist es ohne Gefahr gelungen, seinen Posten zu verlassen, als das Ghetto eingerichtet wurde. Sie hätten also durchaus die Möglichkeit gehabt, sich ebenfalls versetzen zu lassen. Sie haben sogar ein Angebot gehabt, nach Berlin zu gehen. Warum haben Sie das nicht genutzt? Das Angebot stammt von einem Mann, von dem ich wusste, dass er gegen Hitler war. Das Ende, das er genommen hat, zeigt, wie selbstmörderisch eine solche Haltung war. Im Übrigen hatte ich keinen Grund wegzugehen.
Mit dem Ghetto hatte ich nichts zu tun und von dem Vernichtungslager Eichhof wusste ich nichts. Sie waren doch aber der Vorgesetzte des hier des vielfachen Mordes und der tausendfachen Beihilfe zum Mord überführten Angeklagten Wilke. Ich war Oberbürgermeister und nur formell Gestapo-Leiter. Von den Tötungen wusste ich nichts. Na, lassen wir das. Sie waren also überzeugter Nationalsozialist? Auf meine Weise ja. Was heißt auf Ihre Weise? Hohes Gericht. Ich bin Pfälzer. Grenzländer also. Habe die französische Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg miterlebt und bin ein vaterlandsbewusster Mensch dabei geworden. Noch heute hänge ich an meiner Heimat. In die Partei bin ich aus idealistisch vaterländischen Gründen gegangen. Ich war national gesinnt und immer sozial eingestellt. Das war für mich Nationalsozialismus. Auf der Anklagebank sitze ich jetzt, weil ich immer nur meine Pflicht getan habe. Immer. Als letzter Deutscher habe ich Lodowice verlassen, als die Russen einfielen. Ich habe als Kampfkommandant einen Vorort von Posen verteidigt, selbst russische Panzer abgeschossen, als letzter auf dem Eis die Oder überquert und schließlich in Berlin einen wichtigen Kampfabschnitt bis zum letzten Mann gehalten. Um dann als obergefreiter Karl Ehlers in amerikanische Gefangenschaft zu gehen? Ja, weil mir General Reimann den Befehl dazu gab. Immer habe ich als Beamter und Soldat korrekt und pflichtgetreu gehandelt. Was das Vaterland mir befahl, war mir stets heilig. Ich sage das nur, um dem Hohen Gericht zu zeigen, was diesen Zeugen und mich trennt. Die Idee, dass es dem Vaterland besser bekommen wäre, wenn Sie zumindest weniger pflichteifrig gewesen wären, ist Ihnen, Herr Doktor, viel wohl nie gekommen. Sie können gehen, Herr Malzmann. Na endlich. Ich wurde aufgehalten, entschuldige. Von Schwabe? Ja. Er interessiert sich doch mehr für den Prozess, als er zugibt. Hat er etwas über deine Aussage gesagt? Warum sollte er? Ich fürchte, dass ihm nicht gefallen haben wird, wie du aufgetreten bist. Wie meinst du das? Na, du hast keine gute Figur gemacht. Du beurteilst mich wie einen Schauspieler. Entschuldige. Ich weiß, dass dich das mitnimmt. Ich habe nur versucht, dich mit Schwabes Augen zu sehen. Meine Aussage war völlig witzlos. Wozu die mich überhaupt bestellt haben? Na, mehr als du weißt, konntest du natürlich nicht sagen. Ich glaube nur, dass sich Schwabe die Leute, denen er einen ziemlich selbstständigen Posten geben will, genau ansehen wird. Hast du ihn nach unserer Sache gefragt? Nein, das war nicht der richtige Moment. Wir müssen ihn fragen. Und zwar heute Abend noch, in der Bar. Glauben Sie mir noch 2-3 Jahre und unser Verkehr ist völlig zusammengebrochen. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung. Die Kraftfahrzeugsteuer um das 3- bis 4-fache erhöhen und davon Straßen bauen. Herr Ober, bringen Sie uns doch noch eine Runde, ja? Jawohl, mein Herr. Fahren muss ja doch keiner der Herren mehr. Zum Wohl, mein Herr. Danke. Danke. Prost. Zum Wohl. Prost. Prost. Vergnügten Abend wünsche ich, Herr Schwabe. Hallo, die Malzmanns. Kommen Sie, bereichern Sie unsere Runde. Wir möchten nicht stören. Das tun Sie doch auch nicht. Im Gegenteil. Eine Frau veredelt jede Männergesellschaft. Man nimmt sich zusammen bei Thema Nummer 1 und wer anständig ist, wagt es nicht, die Dame mit Kriegserinnerungen zu plagen. Los, rück mir doch den Tisch ran. Herr Ober, ja, bitte. Bringen Sie doch noch mal das Gleiche für die vergrößerte Runde. Sofort, meine Herren. Meine Herren, ich bitte um Ruhe. Stellen wir uns der Dame vor. Ja, also immer hübsch der Reihe nach, nicht drängeln. Gestatten, Stapf, Hans Stapf, früher und heute deutsche Polizei. Früher allerdings Oberst Stapf, heute nur Kommissar. Bravo. Angenehm. Aber vielleicht war ich mal der Vorgesetzte Ihres Ganzen, durchaus möglich. Aber Sie werden Verständnis dafür haben, wenn ich mich nicht an ihn erinnere. Der Biermann bin ich mit doppelten E. Die Frau mitzubringen, ist eine Bombenidee. Dichten Sie beruflich? Oh, blutiger Laie, gnädige Frau. Herr Biermann ist Maurer, wenn ich recht verstanden habe. Und das ist Herr Herwig. Jawohl, Gustav Herwig, Berlin-Charlottenburg. Gustav Herwig, müssen Sie wissen, dem kribbeln immer die Hände, wenn ehemalige Oberste in Volksgemeinschaft machen. Rechts und links in die Fresse, denke ich dann immer. Und den Rummel, sag ich Ihnen, den bringe ich ins Loch. Die sollen mich nur erst reden lassen. Mein Gedächtnis ist in den 5-jährigen Knast nicht undicht geworden. Damals haben wir für die Herren die Drecksarbeit machen müssen. Und jetzt haben sie auf einmal von nichts gewusst. Wissen Sie denn Belastendes über Ruhe? Ja, und ob. Für 15 Jahre Zit reicht es. Herrlich. Ich garantiere dir bis an dein seliges Ende ein Weihnachtspaket mit Schwabes Fleischkonserven, wenn du es sagst. Mein Name ist Albert Bayer, Handelsvertreter. Ich kann Ihnen verraten, dass ich die Wahrheit sagen werde. Nichts als die reine, schlichte Wahrheit. Und ich habe Einblicke in das Getriebe damals gehabt. Einblicke wie kaum einer. Wissen Sie auch was über Runge? Ich weiß nicht nur was, ich weiß die Wahrheit, die reine Wahrheit. Und die werde ich laut werden lassen. Na, tun Sie das. Aber wir beide, Frau Malzmann, tanzen, nicht? Gern, Herr Schwabe.
Darf man fragen, wie weit Ihre geschäftlichen Pläne für diese Stadt gediehen sind? Danke, aber müssen wir jetzt über Geschäfte reden? Ich dachte nur daran, wie sich die Zeiten ändern. Damals waren Sie diesen Leuten ausgeliefert und jetzt haben Sie selbst andere unter sich. Das muss ein schönes Gefühl sein, nicht? Ja, viel Glück ist dabei. Auf den einen läuft es zu. Wer Pech haben soll, erfriert auch im Dampfbad. Wissen Sie eigentlich, dass wir auf Sie rechnen? Sie? Wissen Sie wirklich nicht, was ich meine? Doch. Aber ich bin zu geschäftstüchtig, um darüber zu reden, wenn Alkohol und eine schöne Frau im Spiel sind. Bravo, bravo. Können wir nicht beim Wort nehmen, Bayer? Pro Nabel eine Flasche. Herr Oberkellner. Ja, bitte. 2, 4, 6, 7 Flaschen Sekt. Sehr wohl, mein Herr. Mindestens 10 Jahre habe ich nicht mehr getanzt. Wenn wir in die Stadt ziehen, werde ich mich wie neugeboren fühlen. Wie fühlen Sie sich, Walzmann? Schon erholt vom Nachmittag? Bitte sehr, meine Herrschaft. Ah, endlich, Leute, der Sekt. Alles mal herhören. Ja. Jeder nimmt seine Flasche in die linke Hand und macht sie gefechtsklar, indem er mit der rechten den Verschluss löst. Okay. Auf Kommando wird nach altem Brauch eine Salve geschossen. Das Kommando lautet, fertig machen zur Salve. Salve los. Wer nachklappt, gibt die nächste Lage. Es braucht nicht unbedingt Sekt zu sein. Fertig machen zur Salve. Salve los. Ah, der Bayer war's. Ja, da kann die Truppe ja auf neuen Shampoos. Mir fehlt eben der Drill. Ich war nur bei der Rüstungswirtschaft. Hochlebe Rüstungssachverständiger Bayer, der edle Bezahler dieser Feier. Eine solche Sektsalbe habe ich erstmalig in Eichhof erlebt. Erinnert ihr euch noch an den Kameradschaftsabend, Kameraden? Richtig, deshalb schmeckt mir das Zeug so ekelhaft nach Vergangenheit. Erinnert euch nicht, Malzmann, Schwabe? Der Greiser mit einer ganzen Herde Goldfasane und der Wilke war da und der Sturmbannführer Dr. Runge. Man soff Sekt, so ja die Mannschaften. Mensch, hör auf damit, hör ich mir stets bis zum Kragen. Los, Walzmann, erzählen Sie was aus Ihrem holsteinischen Kaff. Bei uns passiert kaum etwas, Herr Schwab. Ach, ihr habt wohl alle Schiss auszusagen, was? Aber ich sag's. 15 Jahre Z4-Runge kommen dabei raus. Erzähl was von deinen Kindern, Malzmann. Ich hab keine und wenn ich besoffen bin, dann könnte ich heulen deswegen. Ja, und den Malzmann, den stand der Runge auf, so. Hob die Hand, ungefähr so. Und die Besoffenen so ja wurden ruhig, denn sie wussten ja alle, dass er der mächtigste Mann nach Greiser war. Ja, und dann fing er an zu reden. Ganz klar und korrekt. Aber sicher war er Antialkoholiker. Kameraden, sagte er. Tanzen wir auch mal, Horst? Augenblick. Nehmen Sie noch mal mit mir verliebt? Gern, Herr Schwabe. So schweigsam, Herr Schwabe? Nur zu reden. Sie wissen auch so, was ich sagen möchte. Sind Sie sich da so sicher? Entschuldigen Sie. Bitte? Wo finde ich die Zeugen, die heute rankommen? Sind Sie Zeuge? Nein, nein, ich suche einen Herrn Schwabe. Kommt er heute ran? Weiß ich nicht. Versuchen Sie es in der Pause. Wollen Sie noch mit rein? Die Verhandlung hat schon angefangen. Ja, bitte. Kommen Sie. Guten Morgen, gnädige Frau. Herr Schwabe, ich denke, Sie sind im Prozess. Nein, 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 morgen erst. Heute bin ich in der Stadt beschäftigt. Wie ist Ihnen der Abend bekommen? Mäßig. Wie fühlen Sie sich? Ausgezeichnet. Das sieht man. Ich würde Ihnen gerne mal eine richtige, schicke Bar zeigen. Es gibt ja sowas. Nur für Kenner. Hätten Sie nicht mal Lust? Ich weiß nicht. Na, Ihr verehrter Gatte wird Sie mir doch wohl anvertrauen. Er ist immer froh, wenn er mich nicht auszuführen braucht. Ich bin am späten Nachmittag wieder im Hotel. Ja, wie ist es? Rufen Sie mich doch mal auf meinem Zimmer an. Mal sehen. Mein Taxi wartet unten. Ein angenehmes Frühstück wünsche ich. Also, bis bald. Verzeihen Sie bitte. Ist der Platz noch frei? Bitte schön. Sie sind der Zeuge Hans Stapf, Kriminalkommissar in München. Jawohl, Herr Vorsitzender. Gegen Sie ist noch ein Ermittlungsverfahren anhängig.
Allerdings. Ich sage das nur, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie nichts auszusagen brauchen, das Sie belasten könnte. Ich werde mich hüten. Es steht Ihnen auch frei, die Aussage ganz zu verweigern. Ich möchte aber aussagen. Es geht um die Tätigkeit von Dr. Rung in Ludovice. Sie waren Kommandeur der Schutzpolizei dort und haben Einheiten zur Bewachung des Vernichtungslagers Eichhoff abkommandiert. Woher hatten Sie die Befehle dazu? Weiß ich nicht mehr. Von der Gestapo? Kann sein. Kann auch nicht sein. Um Ihrem Gedächtnis nachzuhelfen, möchte ich Ihnen aus einer Ihrer früheren Aussagen etwas vorlesen. Den Befehl der turnusmäßigen Abstellung meiner Leute nach Eichhof, sagten Sie damals, konnte ich mich nicht widersetzen, da er direkt vom Chef der Gestapo Runge kam. Damals schien mir das so, aber nach genauerer Überlegung weiß ich das heute nicht mehr. Wussten Sie damals, was in Eichhof los war? Uns wurde gesagt, da sei ein Schloss, in dem alte und kranke Juden sich erholen können. Wer hat Ihnen das gesagt? Weiß ich nicht mehr. Und Sie haben nie einen Ihrer aus Eichhof zurückgekehrten Leute gefragt, was Sie dort gemacht haben? Haben keinen Verdacht geschöpft, als das jüdische Krankenhaus im Ghetto geräumt wurde, wobei der Angeklagte Wilke die Kinder aus dem zweiten Stock auf die LKWs geworfen haben soll? Natürlich habe ich Verdacht geschöpft. Und wenn behauptet wird, ich sei in Eichhof gewesen, so stimmt das. Es gingen Gerüchte um, die ich nachprüfen wollte, und deshalb fuhr ich an einem Zahltag nach Eichhof und sah mir die Sache an, weil ich einmal auftreten wollte als Zeuge. Und jetzt soll mir daraus ein Strick gedreht werden. Ich habe damals auf die Uhr gesehen. 20 Minuten dauerte es, bis das Schreien und Wimmern in den Gaswagen verstummte. Und im Waldlager war ein penetranter Geruch, und ich entdeckte Wasserlachen und sah kleine Fontänen aus der Erde kommen. Ich wies den Lagerkommandanten darauf hin und er sagte, ja, es ist Zeit, die Massengräber auszuheben und die Leichen zu verbrennen. Große Kaffeemühlen zum Zermahlen der Knochen seien schon bestellt. Haben Sie sich bei der Gestapo wegen des polizeiwidrigen Einsatzes Ihrer Leute beschwert? Ich war doch nicht lebensmüde, Herr Staatsanwalt. Mussten die Gerüchte über Eichhoff nicht auch bis zu Dr. Runge gedrungen sein? Nicht anzunehmen. Ich hatte mehr Verbindung zu den kleinen Leuten. Sie meinen, er war gefürchtet? Nein, nein, er war als korrekter Beamter bekannt. Und Sie wissen ja, das einfache Volk hat immer ein schlechtes Gewissen, Schiebereien, Handel mit den Polen, rassisch nicht einwandfreie Liebschaften und Ähnliches. Wann und wo sind Sie Dr. Runge begegnet? Wie soll ich das noch wissen? Ich habe hier eine Zeugenaussage, in der es heißt, beim Kameradschaftsabend in Brück, der im April 1943 aus Anlass der Auflösung des Lagers Eichhoff stattfand, saßen Gestapo-Chef Runge und Schutzpolizeioberst Stapf neben dem Gauleiter Greiser. War das so? Kann sein. Erinnern Sie sich nun daran oder nicht? Dunkel. Sie erinnern sich auch nicht an Gespräch oder Ansprachen? An die am wenigsten. Vielleicht kann der Angeklagte Dr. Runge zu dem Kameradschaftsabend etwas sagen. Mein Mandant, Herr Dr. Runge, möchte sich erst später dazu äußern. Sie können dann gehen, Herr Stapf. Ja, bitte, Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, ich muss sagen, dass ich das Ergebnis der Zeugenaussagen mehr als seltsam finde. Das Gedächtnis aller SS- oder Polizeiangehörigen versagt ausgerechnet bei dem Komplex Kameradschaftsabend. Ich habe mir hier die Antworten der letzten Zeugen notiert. Zeuge Müller. Bei den Abwehrkämpfen an der Oder habe ich einen Kopfschuss bekommen. An alles davor erinnere ich mich kaum noch. Zeuge Höpfner. Offiziere waren viele in Brück. Ob Runge dabei war, weiß ich nicht genau. Zeuge Siebener. Es wurden Reden gehalten. Von wem, weiß ich nicht mehr. Zeuge Pfeiffer. Mich hat damals nur der Sekt interessiert. Auf alles andere habe ich nicht geachtet. Hier ist offensichtlich etwas anderes als Vergesslichkeit im Spiel. Ich glaube kaum, dass wir so zu einer Wahrheitsfindung kommen. Diese Tatsachen sind doch dem Gericht nicht entgangen, Herr Staatsanwalt. Uns bleibt aber nichts übrig, als die Zeugenvernehmung fortzusetzen. Der Zeuge Heinrich Beermann, bitte. Zeuge Heinrich Beermann. Ja. Ich möchte die Aussage verweigern, Herr Vorsitzender, weil ein Ermittlungsverfahren gegen mich läuft. Das ist Ihr gutes Recht. Dann den Zeugen Gustav Herwig. Zeuge Gustav Herwig. Hier, Herr Präsident. Zeuge Gustav Herwig, Berlin, ohne gelernten Beruf. Sie waren auf dem Kameradschaftsabend in Brück als Ordonnanz eingeteilt. Wie ging's dazu? Ja, mein Gott, Herr Präsident, wie das damals so war bei einer zackigen Truppe. Erst alles militärisch, dann wie nachts um vier in der Eckkneipe. Vorher alles blitzblank, nachher sah es aus wie ein russisch-Polen. Bevor die hohen Herrschaften kamen, wurden zum Zeitvertreib Formel Lieder gesungen.
Als sie dann reinspazierten, gab sie Keil und noch ein Lied und eine Rede und noch eine Rede und vielleicht noch eine. Ja, und dann den Sekt. Schön. Und wer waren diese Herrschaften? Naja, also zuerst der Greiser, was der Gauleiter war mit seinen Goldfasanen, dann der Lagerchef, eine Menge fremder Führer, die keiner kannte. Ja, und dann die aus Lodowitz, der Wilke, der Biebrich und der Runge. So, der Angeklagte Dr. Runge soll auch dabei gewesen sein. Würden Sie das beeiden? Ja, ich würde es auch beeiden. Hat sich ja kaum verändert, der Herr. Was sagen Sie dazu, Angeklagter Dr. Runge? Mein Mandant, Herr Dr. Runge, leidet unter starken Herzschmerzen. Er ist nicht mehr in der Lage, der Verhandlung zu folgen. Ich beantrage eine sofortige Unterbrechung. Bitte Ruhe. Ich bitte um Ruhe. Die Verhandlung wird auf morgen vertagt. Gut, dass du schon da bist, Horst. Ich habe eine große Überraschung für dich. Willst du gar nicht wissen, was es ist? Ich muss mich von dem Prozess erholen. Wenn du die Zeugenaussagen gehört hättest... Stell dir vor, wir haben eine Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Und was für eine Küche und was für ein Bad. Ich habe gesagt, dass wir heute noch kommen. Ja, aber... Was kostet sie denn? Na, das Ansehen kostet erst mal gar nichts. Couch und Schrank an diese Wand? Es wird zwar ein wenig eng, aber gemütlich. Aber du kannst doch nicht unterschreiben, bevor Schwabe zugesagt hat. Der Radiotisch passt hierhin? Mir wird Angst und Bange, wenn ich deine Begeisterung sehe. Wir haben noch keine Ahnung, was Schwabe zahlt. Man muss auch mal was riskieren. Sicher, aber dabei wollen wir vernünftig bleiben. Bedeuten dir eine Innentoilette und ein Bad nichts? Denke bitte an mich und die Kinder. Gerade deshalb möchte ich nicht voreilig sein. Mein Gott, seit 10 Jahren leben wir zusammen. Aber jetzt erst wird mir klar, dass du immer nur aktiv geworden bist, wenn du Veränderungen verhindern konntest. Wenn ich nur wüsste, was plötzlich in dich gefahren ist. Waren wir nicht immer zufrieden mit dem, was wir besaßen? Du warst immer zufrieden, weil dir der Mut zu jeder Umstellung fehlt. Dein plötzliches Interesse für den Prozess ist nichts als ein Ausweichen. Du bist ungerecht. Das mit dem Prozess verstehe ich ja. Aber versuch doch wenigstens auch mich zu verstehen. Und lass mich um Gottes Willen nicht immer alles allein machen. Na, sind Sie zufrieden? Für 220 ohne Baukostenzuschuss bekommen Sie das woanders nicht. Wann können wir den Vertrag abschließen? Am besten sofort. Dass zur Miete noch Strom, Gas, Wasser, Hausreinigung, Müllabfuhr und Abnutzungsgebühr für die Küche hinzukommt, ist Ihnen doch klar. Selbstverständlich. Wir haben uns entschieden. Nein, das haben wir nicht. Aber Horst... Sie müssen verstehen, dass wir nicht das Erstbeste nehmen können. Es kann aber sein, dass ein anderer entschlussfreudiger ist als Sie. Geben Sie uns 3 Tage. 2. Morgen Abend ist letzter Termin, danach vergebe ich anderweitig. Worauf trinken wir? Auf uns beide? Auf unsere Zusammenarbeit. Alles Geschäftliche habe ich an der Garderobe abgegeben. Sie können sich das leisten. Glauben Sie mir, Sie auch. Wirklich? Also dann, auf uns beide. Ganz ehrlich, die Vertreterstelle vertraue ich Ihnen an. Aber das bleibt unter uns, ja? Oh ja, bitte. Das bleibt unter uns. Zum Wohl. Zum Wohl. Noch eine Bitte, Herr Schwabe. Schon erfüllt. Sagen Sie es meinem Mann selbst. Was soll ich ihm sagen? Na, dass Sie ihm die Stellung übertragen. Gut. Ich sehe ihn doch sicher im Gericht morgen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich sage es ihm. Wir setzen die Vernehmung des Zeugen Herwig fort. Vielleicht hören wir erst einmal, was der Angeklagte Dr. Runge zu den bisherigen Aussagen des Zeugen zu sagen hat. Angeklagter Dr. Runge? Nie, hohes Gericht, habe ich geleugnet, mit Herrn Wilke zusammen auf einem Fest in Brück gewesen zu sein. Mit Nachdruck und Empörung habe ich mich aber gegen die Behauptung gewandt, ich müsste dort von den Vorgängen im Lager Eichhoff unterrichtet worden sein. Das ist doch unglaubwürdig. Der Kameradschaftsabend fand aus Anlass der Auflösung des Lagers statt. Und es soll kein Wort darüber gefallen sein? Zeuge Herwig, erinnern Sie sich der Reden, die gehalten wurden? Aber klar, Herr Präsident. Ja, also der Greiser zum Beispiel, der bot uns an, unseren Urlaub auf einem seiner Güter zu verbringen. Na, wie sagte er das genau? So, Kameraden, ihr habt eine schwierige Aufgabe mit heldenhaftem Mut gelöst. Der Führer dankt euch, ich aber biete euch an. Naja, oder so ähnlich. Nicht? Was heißt oder so ähnlich, Zeuge Herwig?
Hat er nun gesagt, schwierige Aufgabe gelöst oder 70.000 Juden getötet? Oder vielleicht nur, ich danke euch für euren Einsatz. Ja, Zeuge Herwig, das ist wichtig. Überlegen Sie genau, Sie werden Ihre Aussagen beeiden müssen und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Meinert mit Zuchthaus bestraft wird. Was denn? Zuchthaus? Weil ich vielleicht einen Satz nicht mehr richtig weiß? Na ja, was verlangen Sie denn von mir? Da sagt doch kein Wort mehr. Na lassen Sie mal das Theater. Über Greisers Rede wissen Sie also genaueres nichts mehr. Wer hat denn noch geredet? Hat der Angeklagte Dr. Runge auch gesprochen? Zuchthaus? Nee, mit mir nicht. Ich weiß nicht. Aber Sie behaupteten doch vorhin, sich an alles erinnern zu können. Ich erinnere mich an nichts, an rein gar nichts. Zeuge Herwig, lassen Sie sich doch nicht einschüchtern. Gestern dachte ich, das ist endlich ein Mann, der Mut hat und sagt, was er weiß. Sollte ich mich so in Ihnen getäuscht haben? Ist mir Schnuppe, Herr Staatsanwalt. Wir Kleinen waren im Krieg die Dummen und jetzt sind wir's wieder. 5 Jahre habe ich abgebrummt mit Recht, dachte ich, bis ich merkte, dass die Oberen viel weniger oder gar nichts abkriechten. Sie können uns also nichts weiter über den Kameradschaftsabend sagen? Nee. Dann können Sie gehen. Den Zeugen Albert Bayer. Zeuge Albert Bayer. Sie sind Albert Bayer, Hamburg-Handelsvertreter, 61 Jahre alt. Ja. Und ich schwöre Ihnen nichts als die Wahrheit zu sagen, die reine und die ganze Wahrheit. Ein guter Vorsatz. Also, wie kamen Sie nach Lodowice? Aufgrund meiner Chorkameradschaft mit dem Wirtschaftsleiter des Ghettos. Ich wurde 1941 sein Stellvertreter. Hatten Sie Kenntnis von den Transporten aus dem Ghetto? Selbstverständlich. Und wir waren empört. Wir brauchten doch die Arbeitskräfte. Wir hielten das Ghetto damals, ich glaube mit Recht, für einen kriegswichtigen Betrieb, was oft nicht anerkannt wurde. Wir hatten vorwiegend Textilindustrie, Uniformen, Schaftstiefel und so weiter. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn wir bei der Winterausrüstung unserer Ostarmeen den Lieferterminen nicht um 14 Tage zuvor gekommen wären. Sie wissen ja, wie ernst die Lage damals war. Als wir also von den Transporten hörten, gingen wir sofort zu Herrn Dr. Runge und meldeten unsere Bedenken an. Der Angeklagte Dr. Runge wusste also von den Transporten? Ja. Und er hat alles getan, um sie zu verhindern, aber es half nichts. Wusste der Angeklagte, dass die Transporte nach Eichhof gingen? Aber nein. Wussten Sie es denn? Nein. Als ich es später erfuhr, erschrak ich so, dass ich mein Amt kaum noch ausüben konnte. Sie sind aber doch bis zuletzt geblieben. Wie haben Sie denn von den Massenmorden in Eichhof erfahren? Mein Chef und ich wurden zu einer Feier eingeladen, bei der darüber gesprochen wurde. War das die Feier in Brück? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Schön. Sind noch weitere Fragen an den Zeugen? Welchen Eindruck hatten Sie von Herrn Dr. Runge? Den besten, Herr Rechtsanwalt, den allerbesten. Ein humaner, korrekter, gebildeter Mensch. Und ich betone noch einmal, wir drei, mein Chef Dr. Runge und ich, haben immer alles getan, um das Beste aus dem Ghetto herauszuholen. Danke, Herr Zeuge. Auf eine Vereidigung verzichten wir. Den Zeugen Kurt Schwabe, bitte. Zeuge Kurt Schwabe. Zeuge Schwabe, Sie waren als Telefonist in Eichhof tätig. Wann war das? Vom Spätherbst 42 bis Frühjahr 43. Dann kam ich mit Fleckfieber ins Lazarett. Wissen Sie, ob Ferngespräche zwischen Eichhof und einem der Angeklagten geführt wurden? Wegen der Transporte aus dem Ghetto nach Eichhof wurde viel telefonisch geredet. Erinnern Sie sich, ob einer der Angeklagten persönlich telefonierte? Spezielle Erinnerungen habe ich nur an eine Reihe von Gesprächen zwischen Wilke und dem Lagerführer über die Frage, ob die Stempel über den Grad der Arbeitsfähigkeit der Juden besser auf dem Handrücken oder der Brust angebracht werden sollten. Aber ich bin sicher, dass auch Runge telefoniert hat. Genaues über Telefongespräche des Angeklagten wissen Sie aber nicht. Nein, aber dass Runge hier erzählt, er hat nicht gewusst, was mit Eichhof los war, das kann doch wohl nicht sein Ernst sein, nicht wahr? Herr Vorsitzender, mein Mandant teilt mir eben mit, dass dieser Zeuge in Lodowice kriminelle Delikte beging, für die ihn mein Mandant zur Verantwortung gezogen hat. Die Verteidigung stellt daher den Antrag, die Vernehmung des Zeugen Schwabe wegen Unglaubwürdigkeit abzubrechen. Unglaubwürdig nennen Sie das? Na schön. Es ist vielleicht eine Art von Unglaubwürdigkeit, wenn man weiß, wenn es nach dem Kerl da gegangen wäre, wäre man selber einer von den Zehntausenden, die er auf dem Gewissen hat. Ich protestiere gegen diese Beleidigung. Er hat mich vors Kriegsgericht gebracht, was 1944 bald so viel wie Mord war.
Der Richter hat mich dann allerdings nur zur Frontbewährung verurteilt, wie ich annehme, gegen Runges Absicht. Handelte es sich um ein rechtlich einwandfreies Verfahren? So nennen Sie es. Ich nenne es Mordversuch. Hohes Gericht. Der SS-Rottenführer Schwabe hatte einen Schwarzhandel mit dem Ghetto organisiert und hohe Gewinne daraus geschlagen. Er war ein Krimineller, der von jedem korrekten Vorgesetzten, in welcher Staatsform auch immer, zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Ich habe Zigaretten, Medikamente und Lebensmittel ins Ghetto geschmuggelt. Zugegeben gegen Bezahlung. Na und? Außerdem, das war bestimmt nur ein Millionstel von dem, was die hohen Herren sich unter den Nagel gerissen haben. Dem Antrag der Verteidigung wird stattgegeben. Sie können gehen. Herr Vorsitzender, darf ich noch eine Frage an den Zeugen stellen? Bitte, Herr Staatsanwalt. Zeuge Schwabe, haben Sie den Angeklagten Dr. Runge auf dem Kameradschaftsabend in Brück gesehen? Ich weiß, dass er da war und auch gesprochen hat. Haben Sie ihn dort gesehen? Nein. Ich habe an diesem Kameradschaftsabend nicht teilgenommen. Danke. Herr Schwabe, einen Augenblick bitte. Ich wollte Ihnen zu Ihrer mutigen Aussage gratulieren. Ach, Unsinn. Beileid sollten Sie mir aussprechen. Mir hat's geschadet und dem Runge eher genützt. So wie Sie hätte eigentlich jeder auftreten müssen. Ist nett, dass Sie das sagen. Eigentlich sollte man jetzt nicht aufgeben. Tja, wenn man könnte. Je länger ich mir diesen Prozess anhöre, umso weniger begreife ich, wie so etwas heutzutage möglich ist. Darüber wundern sich noch ganz andere Leute. Aber was sagen Sie denn dazu, wie man heute Ihren zukünftigen Chef abgekanzelt hat? Haben Sie da überhaupt noch Lust, bei mir einzusteigen? Ach, Sie haben sich für uns entschieden? Ja. Haben Sie nicht damit gerechnet? Doch. Und? Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Vor allem meine Frau. Ich wollte eigentlich mit Ihnen darüber sprechen, jeden Tag. Ich habe schon gefürchtet, dass es zu spät ist. Warum denn? Mir schien es so, als ob Sie sich immer mehr zurückziehen. Ehrlich gesagt, Malzmann, zuerst war mein Eindruck von Ihnen hier nicht der beste. Was das Geschäft angeht, meine ich. Da habe ich mir gesagt, der Mann ist nichts für dich, Schwabe. Der weiß überhaupt nicht, was er will. Sitzt da und verschläft die besten Chancen. Für den Posten nämlich braucht man ganz bestimmte Leute. Leute mit Selbstbewusstsein, Sicherheit, Mut. Wenn es drauf ankommt, auch Wagemut. Weiß der Teufel, wie das kommt, aber so ein Vorurteil ist schneller da, als man es wahrhaben will. Ich dachte, der Mann kann sich nie zu irgendetwas aufraffen. Wofür interessiert er sich überhaupt? Ja, und inzwischen rennen sie in jede Verhandlung und verfolgen diesen verdammten Prozess. Das ging ja so um ihren eigenen Kragen. Finde ich sehr anständig von Ihnen, Malzmann. Als ich herkam, wusste ich überhaupt nicht, worum es eigentlich geht, worauf es ankommt. Ich könnte mich ohrfeigen für meine lahme Aussage damals. Naja, nun ist es vorbei. Jetzt haben Sie es begriffen und nun können Sie nichts weiter tun, als sich ärgern. Aber wir wissen doch alle die Wahrheit. Und trotzdem können die uns runterputzen, jeden auf eine andere Art. Ich musste mir heute diese Unverschämtheiten gefallen lassen. Konnte ich was dagegen tun? Ich weiß nicht. Der Laden ist doch restlos verfahren. Da macht man sich ja nur lächerlich. Bis denen nicht mal einer haarklein erzählt, was auf dem Kameradschaftsabend los war, reagieren die überhaupt nicht. Na, den finden Sie mal. Die dabei waren, die hängen mit drin oder sind von der Sorte Herwig. Naja, ich werde schon mal eine Gelegenheit finden, mit dem Runge meine kleine Rechnung zu begleichen. Jetzt werden Sie erstmal feierlich in meine Firma aufgenommen. Ich glaube bestimmt, dass wir Sie nicht enttäuschen werden. Das wird sich finden. Ich sagte Ihnen ja schon, ich versuch's nicht aus reiner Menschenliebe. Das werden Sie verstehen. Ein bisschen haben Sie es Ihrer Frau zu verdanken. Aber von Ihnen erwarte ich natürlich auch etwas, nicht wahr? Das Schwurgericht hat beschlossen, dem Antrag des Staatsanwalts stattzugeben und den Zeugen Horst Malzmann noch einmal zu verhören. Zeuge Horst Malzmann. Herr Zeuge, Sie wollen also über den Kameradschaftsabend etwas sagen. Warum haben Sie das nicht schon bei Ihrer ersten Aussage getan? Ich bin nicht danach gefragt worden, Herr Vorsitzender. Schön. Was also wollen Sie darüber sagen? Aber verschonen Sie uns bitte mit Dingen, die uns bekannt sind, dass Sekt getrunken wurde zum Beispiel. Hier interessiert vor allem, was gesprochen wurde. Ich weiß, Herr Vorsitzender. Die erste Rede war kurz. Der Lagerführer begrüßte den Gauleiter und dann sprach Kreiser selbst. Er sprach sehr jovial. Ein SS-Mann neben mir meinte, er sei witzig wie Hermann Göring.
So bezeichnete er die SS als die Kammerjäger der Welt, die die jüdischen Läuse mitsamt der Brut ausrotteten. Es wurde oft gelacht bei seiner Rede. Er gab auch die Anregung zu der sogenannten Sektsalve, zu der Hauptsturmführer Wilke die Kommandos gab. Es kommt eine Zeit, sagte Kreiser, in der man die letzten Juden, die auf Feuerland oder in Australien noch aufgegriffen würden, auf solche Art hinrichten werde. Dann sprach Sturmbannführer Dr. Runge. Und was sagte Sturmbannführer Runge? Er sprach ernst und korrekt und langweilte die schon angeheiterten Männer sehr. Mehrmals musste der Lagerkommandeur zur Ruhe auffordern. Dr. Runge sagte etwa Folgendes. Die Deutschen würden das Volk der Dichter und Denker genannt. Sie müssten aber daneben auch ein Volk von Herrschern sein. Dazu aber sei Härte notwendig. Sie, die Männer von Eichhof, hätten sie bewiesen, diese deutsche Härte. Sie hätten den inneren Schweinehund in sich niedergekämpft und getan, was für das Vaterland und den Endsieg getan werden muss. Noch müsste ihr Heldentum verborgen bleiben, aber ein Ruhmesblatt im Buche der Geschichte wäre ihnen so gewiss wie den Helden von Stalingrad. Was ihr hier geleistet habt, rief er zum Schluss, musste geleistet werden, um Deutschland und das Abendland zu erhalten. Bitte um Ruhe! Ruhe bitte! Ich sehe mich sonst gezwungen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Zeuge Malzmann, können Sie diese Aussagen auch beeiden? Ja. Herr Vorsitzender, ich widerspreche der Vereidigung des Zeugen Malzmann, weil seine Aussage sehr unglaubwürdig und widersprüchlich erscheint. Erklären Sie sich bitte genauer, Herr Verteidiger. In seiner ersten Aussage vor diesem Gericht hat der Zeuge Malzmann auf die Frage, ob er Herrn Dr. Runge kenne, klar und deutlich mit Nein geantwortet. Jetzt aber behauptet er, die Rede Herrn Dr. Runges gehört zu haben. Darf ich darauf gleich antworten? Bitte. Die Tische waren hufeisenförmig angeordnet. Ich saß auf der Innenseite, hatte also den Führern den Rücken zugekehrt. Da mich das Ganze fest anwiderte, drehte ich mich kaum um. Ja, das ist natürlich durchaus möglich. Sonst noch Fragen, bitte, Herr Verteidiger? Waren Sie eigentlich vor oder nach dem Kameradschaftsabend im Lazarett? Davor, selbstverständlich. Selbstverständlich finden Sie das? Ich nicht. Sie behaupteten doch, sich erfolgreich vom Dienst in Eichhof gedrückt zu haben. Wie kommen Sie dann auf das Fest, das aus Anlass der Auflösung des Lagers stattfand? Herr Zeuge, können Sie uns diesen Widerspruch erklären? Es war so. Schon vom Lazarett aus hatte ich mich zur kämpfenden Truppe gemeldet. Deshalb kam ich gleich in die Marschkompanie, wo ich die anderen Leute meiner Einheit wiederfand, die zur Bewachung von Eichhof eingesetzt gewesen waren. Wir sollten nach Russland. In der Marschkompanie erreichte uns die Einladung zum Kameradschaftsabend in Brück. In LKWs wurden wir hingefahren. Gibt es jemanden, der sich erinnern kann, Sie auf dem Fest in Brück gesehen zu haben? Ich protestiere gegen diese Art der Befragung. Jedem Entlastungszeugen wird geglaubt. Jede angebliche Vergesslichkeit akzeptiert. Aber wehe dem, der Belastendes weiß und es ausspricht. Wie sollen Zeugen, die sich außer an Sekt, an nichts, an rein gar nichts erinnern können, ausgerechnet noch an Herrn Malzmann Erinnerungen haben, der eine Woche in Eichhof gewesen ist und dort nur Listen schrieb? Wollen wir nicht lieber, anstatt einen mutigen Zeugen einzuschüchtern, den Angeklagten Dr. Runge fragen, was er zu der Aussage meint? Angeklagter? Hohes Gericht, ich bitte mir zu gestatten, eine Erklärung abzugeben. Wir möchten erst einmal wissen, ob es stimmt, dass Sie damals eine Ansprache gehalten haben. Hohes Gericht, ich glaube nicht, dass diese passive Art der Vergangenheitsbewältigung der deutschen Sache dient. Mit dieser Art von Prozessen spielt man doch nur dem Osten in die Hände. Haben Sie eine Ansprache gehalten? Ich habe gesprochen damals, ja. Aber nur ganz allgemein. Dichter, Denker, Abendland kam sicher in meiner Rede vor. Die Leute haben sich gelangweilt. Sie haben es ja gehört. Die Rede war zu hoch für Sie. Auch für den Zeugen, der jetzt nicht in der Lage ist, sie richtig wiederzugeben. Sie haben also eine Festansprache gehalten, ohne zu wissen, aus welchem Anlass das Fest stattfand? Wollen Sie nicht auf die Frage antworten? Bitte, Herr Staatsanwalt. Ich beantrage die sofortige Vereidigung des Zeugen. Ich beantrage, dass der Zeuge sich noch weiterhin zur Verfügung hält. Gut. Herr Zeuge, Sie müssen nun den Eid leisten. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, als Sie nach dem besten Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie jetzt die rechte Hand hoch und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ist meine Frau schon auf dem Zimmer? Sie wartet im Foyer auf Sie. Was ist denn passiert, Herr Malzmann? Fortwährend fragen Leute nach Ihnen. Im Restaurant sitzt ein ganzer Schwarm Journalisten. Schicken Sie sie weg. Sagen Sie, ich sei abgereist. Sehr wohl, Herr Malzmann. Horst, du warst großartig. Herr Schwabe, war er nicht großartig? Mhm. Ich bin sehr stolz auf dich. Doch mit Recht, Herr Schwabe, nicht wahr? Ja, was soll ich da sagen? Warum haben Sie das eigentlich gemacht, Malzmann? Wollten Sie berühmt werden oder was sonst? Glauben Sie nicht auch? Jetzt müssen Sie den Runge verurteilen. Möglich. Die Zeitungen werden tüchtig Wind machen und so weiter. Aber was wird mit Ihnen, Malzmann? Glauben Sie, dass das gut geht? Warum nicht? Ich weiß nicht. Sie haben sich da was Hübsches eingebrockt. Naja, vielleicht haben Sie Glück. An mir soll es jedenfalls nicht liegen. Aber mal ganz abgesehen davon, mein Lieber, Sie müssen da was missverstanden haben. Herr Schwabe, wie meinen Sie das? Was missverstanden? Tja, junge Frau, ganz einfach. Popularität dieser Art ist eine Sache, Geschäft eine andere. Da gibt es manchmal Karambolagen. Manche Leute, die auch für mich nicht unbedeutend sind, werden ihrem Gatten das übel nehmen. Und überhaupt, naja, melden Sie sich mal wieder bei mir. Meine Adresse haben Sie ja. Hotel Brosnow? Ja. Ja, natürlich, ich werde es bestellen. Entschuldigen bitte, Herr Malzmann. Sie müssen morgen um 9 vor Gericht erscheinen. Herr Schwabe, Sie auch. Was habe ich Ihnen gesagt? Herr Vorsitzender, ich bitte darum, noch einige Fragen an den Zeugen Malzmann richten zu dürfen. Bitte, Herr Verteidiger. Zeuge Malzmann, ich möchte noch einmal auf Ihren Lazarettaufenthalt zurückkommen. Wie lange waren Sie dort? Das weiß ich nicht mehr genau. Na, ungefähr waren es Tage, Wochen, Monate. Ich weiß es nicht. Sie sagten doch, Sie hätten sich auch später noch Lysol in die Augen geträufelt. Haben Sie das einmal oder mehrmals getan? Mehrmals. Wie oft? Vielleicht 4 oder 5 Mal. Doch sicher nicht täglich? Nein. Vielleicht jede Woche einmal? Ja, etwa im Abstand von 6 oder 7 Tagen. Dann wollen wir doch mal rekonstruieren. Sie kamen nach Eichhoff, als der Schnee schmolz. Nach vorliegenden meteorologischen Statistiken lag 1943 in Mittel- und Osteuropa bis Ende März eine geschlossene Schneedecke. Etwa eine Woche waren Sie in Eichhoff. So um den 5. bis 10. April herum also kamen Sie ins Lazarett. Wurden also frühestens Anfang Mai entlassen. War das so? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich auch nur 14 Tage im Lazarett. Interessant. Plötzlich waren es nur 14 Tage. Wissen Sie, meine Herren Richter, warum der Zeuge sich jetzt korrigiert? Am 23. April nämlich stellte das Lager Eichhoff seine Arbeit ein. Am 25. April, als der Schutzpolizist Malzmann sich noch Lysol in die Augen spritzte, um im Lazarett bleiben zu können, wurde der Kameradschaftsabend in Brück gefeiert. Ich protestiere gegen die unlauteren Methoden des Herrn Verteidigers. Erst wird der Zeuge dazu gezwungen, ungefähre Angaben zu machen, die dann wie genaue behandelt und gegen ihn benutzt werden. Der Schnee vor der Schreibstube kann ein paar Tage früher als angenommen geschmolzen sein. Der Zeuge kann sich nur 3-mal im Abstand von 5 Tagen Lysol getropfelt haben. Und schon kann niemand mehr an der Wahrheit seiner Aussagen zweifeln. So geht das doch nicht. Gut, Herr Staatsanwalt, ich gebe zu, meine Annahmen sind zwar wahrscheinlich, aber nicht beweisbar. Um die Sache zu klären, beantrage ich deshalb, einen weiteren Zeugen zu hören, und zwar den Zeugen Schwabe. Der Zeuge Schwabe wurde auf Ihren Antrag wegen Unglaubwürdigkeit abgelehnt. Umso unverdächtiger wird er dem Herrn Staatsanwalt sein. Das Gericht stimmt dem Antrag zu. Bitte den Zeugen Schwabe. Der Zeuge Kurt Schwabe. Der Herr Verteidiger hat einige Fragen an Sie zu richten. Bitte schön. Allerdings fliegt meine Maschine in genau 58 Minuten. Herr Zeuge, Sie haben an dem Kameradschaftsabend am 25. April nicht teilgenommen. Können Sie uns sagen, wo Sie an diesem Abend waren? Tut mir leid, da waren so viele Saufereien. Das ist ein bisschen lange her, 20 Jahre, Herr Verteidiger. Im Frühjahr 1943 haben Sie mit dem Zeugen Malzmann zusammen im Lazarett gelegen. Wann etwa kann das gewesen sein? Das weiß ich nicht mehr. Wissen Sie noch, wie lange Ihr Lazarettaufenthalt gedauert hat? Nein. Und wann Sie entlassen wurden? Auch nicht.
Ich habe hier Unterlagen über das Verfahren, das 1944 wegen Schwarzhandels gegen Sie angestrengt wurde. Dort wird auch eine Vorstrafe erwähnt. 1943 fünf Tage verschärfter Arrest. Wofür wurden Sie damals bestraft? Weil ich besoffen bei meiner Einheit ankam und einigen Leuten meine Meinung sagte. Sicher gab es doch einen Grund zum Trinken. Vielleicht, weil Sie Geburtstag hatten am 5. Mai, oder? Versuchen Sie sich bitte zu erinnern. Nein, warten Sie mal. Das war am Führergeburtstag. Ja, natürlich. 20. April, Herr Verteidiger. Wie Sie sich sicher noch erinnern können, gab es zu diesem Fest immer Schnapszuteilungen. Also am Führergeburtstag. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass diese Arreststrafe nach einem Lazarettaufenthalt verhängt wurde. Demnach müssen Sie also vor diesem Termin entlassen worden sein. Ja, zwei Tage vorher. Und der Schutzpolizist Malzmann, wann wurde der entlassen? Das weiß ich nicht. Sie wurden vor ihm entlassen. Ja, ich wurde eher entlassen. Vielen Dank, darauf kam es mir an. Erlauben Sie mir bitte noch einen kleinen Irrtum richtigzustellen. Was den Termin Ihrer Arreststrafe angeht, sind wir glücklicherweise in der Lage, Ihnen etwas nachzuhelfen. In den Unterlagen ist der 6. Mai verzeichnet, also nicht der 20. April, wie es Ihnen jetzt vielleicht erscheinen mag. Zwei Tage vorher, etwa am 3. oder 4. Mai, waren Sie aus dem Lazarett entlassen worden, noch vor dem Zeugen Malzmann, der uns einen Eid darauf geschworen hat, dass er am 25. April an jenem Kameradschaftsabend in Brück dabei gewesen ist. Zeuge Malzmann, was haben Sie dazu zu sagen? Warum haben Sie das getan? Sie haben doch gewusst, was Sie erwartet. Ich musste es tun. Und alles, was ich sagte, ist wahr. Es war mein Eid. Irgendjemand musste doch sagen, was Herwig, Beermann, Bayer, Stapf und die anderen verschwiegen. Von ihnen weiß ich es doch. Wie konnten Sie sich in dieses Unglück stürzen? Sie haben eine Frau. Sie haben Kinder. Herr Vorsitzender, werde ich noch gebraucht? Meine Maschine wartet nicht. Wachtmeister, führen Sie Zeugen Malzmann hinaus. Ich beantrage ein erneutes Verhör der Zeugen Herwig, Beermann, Bayer und Stapf. Herr Malzmann, da ist Besuch für Sie. Wie geht es dir, Horst? Danke. Was machen die Kinder? Sie lassen dich grüßen. Übrigens lässt auch der Staatsanwalt grüßen. Hat er es geschafft? Was? Mit Runge. Ach so, ja. 2,5 Jahre. Mit Anrechnung der Untersuchungshaft. Dann kommt er nächstes Jahr schon raus. Ja. Nächstes Jahr kommt er schon raus. Und wie geht es dir? Du siehst gut aus. Du meinst das Kostüm? Stell dir vor, Sie hatten es noch aufgehoben. Es hat also noch geklappt. Was? Mit Schwabe. Ja. Dann ist also alles in Ordnung. Ja. Es ist alles in Ordnung. Aussage unter Eid von Günther de Bruyne.